Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Elden Ring mit dem Shadow of the Earth 3 DLC. Wir sind im letzten Part hier eben unter die Brücke gelatscht und jetzt latschen wir erstmal gemütlich wieder zurück am Rand und gucken, ob da noch irgendwas ist. Einmal ganz bis nach da vorne. Dann sind wir, glaube ich, hier unten soweit fertig und dann machen wir uns auf in Richtung des Sees, der da so rumgammelt. Na, wo willst du hin? In den... Oh, alles klar, tschüss. Du lebst ja noch. Oh, das war sehr gefährlich. Warum mache ich sowas? Oh, um Gottes Willen. Tschüss. Jetzt ist es tot. Entschuldigung. Also ich weiß nicht, warum ich das getan habe. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Es hat sich irgendwie richtig angefühlt, auch wenn es komplett falsch war. Ja. Wir gehen jetzt mal hier noch am Rand entlang. Und dann schauen wir mal weiter. Ne? Moin, du kleines lustiges Vieh. Oh, drauf da. Ich brauche dein Loot. Gib mir dein Loot. Dünne Bestienknochen sind richtig und wichtig. Genauso wie hier. Feder. Geil. Wir haben zwar schon länger jetzt keinen Bogen mehr benutzt, aber ich versichere euch, wir haben einen. Und es ist gut, wenn wir dafür Pfeile craften können. Insofern, also es ist jetzt hier nicht sinnloses Monstergekloppe, weil ich gerade Langeweile habe oder so. Nee, nee. Oh. Achso, wir sind wieder in der Nähe des Dorfes da, ne? Ah, alles klar. Okay. Ich hatte gerade kurz Sorge, was hier jetzt gleich kommt in dieser Ecke. Hier! Was ist denn hier? Wie seht ihr den hier, ne? Der liegt hier rum und schläft. Und wenn wir dann da hochgehen... Ja, dann sind wir wieder bei den Dingern. Alles klar, nee, okay, waren wir schon. Gut. Dann geht's jetzt in Richtung des Sees. Schauen wir mal, was da kommt. Brumm. Und über die Brücke müssen wir natürlich eigentlich auch nochmal. Aber wir gehen erstmal in Richtung See. Es ist ja open-worldig, es gibt hier kein richtig oder falsch. Einfach machen, wie euch beliebt, dahin, wo euch eure Pfoten tragen. Da geht man hin und da erlebt man Abenteuer und trifft auf nette, große, freundliche Gegner. Ne? So, okay. Das war das Dorf. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal, wenn ich mir das mal angucke, wo gehen wir denn jetzt am besten hin? Also man kann hier komplett noch runtergehen. Ja, wir gehen einfach mal jetzt hier runter. Hier ist so eine Figur. Das macht mir Sorge. Die ist nicht grundlos hier, sag ich mal. Ne? Diese Herbeirufungsreserve ist jetzt aktiv. Ach, man muss die aktivieren. Ja, dann mal los. Ist das ein Drache? Liegt da ein Drache oder ist das einfach nur Baum? Schutt. Gammel. Ich glaube, das ist nur Baumschrott. Oder das ist ein Baumdrachen. Wir sehen es gleich. Wir gehen aber erstmal in diese Richtung. One after another. Erstmal hier den Kotschmeißer wegmachen. Denn das sind die Nervigen. Dann dich. Und dich. Ja. Und dann gehen wir mal in diese Richtung weiter. Da geht es nämlich unten unter diesem Ding durch. Und mal gucken, was da ist. Ne? Kein Kotnascher hier, ne? Ja, ja. Da vorne sehe ich doch schon mal wieder was. Aus Stein gehauen. Wir sind gleich zwei Kotschmeißer. Ja, nee. Also da ist irgendetwas. Das ist erstmal gut. Erstmal ist das gut. Jetzt gucken wir mal in diese Richtung noch. Hier ist soweit nichts. Keine Höhlen, kein gar nichts. Hier sieht es wieder nach Rand aus. Ja, hier ist Ende Gelände, also hier geht das nicht weiter. Ne. Hier ist eindeutig Schluss, aber wie gesagt, da, upala, sehen wir ja was Gebautes. Da gucken wir doch mal, was das für ein Tor ist und wo es hinführt. Hallo, Vögel. Okay, die Vögel wollen nicht. Vögel haben keinen Bock mehr, von uns getötet zu werden. Kann ich voll verstehen, hätte ich auch nicht. Na, Kollegen, was macht ihr hier für eine Sachen? Hey, 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 ganz entspannt bleiben, ja? Nicht in den Stress schieben. So. Sieht wieder aus wie so ein Ort, wo so einer mit den Krallen sein könnte. Der meint, der rastet mal aus. Ja. Auf jeden Fall gibt es hier Loot. Schattenreich-Rune. Hinter noch irgendwas versteckt? Eine Kiste oder so? Nee. Einfach nur Gräber. Einfach nur ein paar Gräber. Hier ist noch ein Grab. Hier vielleicht auf der Rückseite was? Nope.
Dann gehen wir hier oben nochmal kurz hoch. Gucken, ob da noch was ist. Außer dieser Edel. Aber das sieht nicht so aus. Außer ein echt schöner Vogel. Ist echt schön. Und tot leider jetzt. Aber auch sehr schön. Oh, Bestien. Horn. Achtung, Herr. Was? Was für ein Herr? Warum huckelt er schon wieder? Hören Sie auf damit. Oh, ich hatte echt Hoffnung, ne? Ich dachte, es wäre vorbei. Doch der Traum ist aus. Und dann gehen wir mal in diese Richtung weiter, ne? So ein kleines Wäldchen. Mit dem kleinen Zäunchen. Den ich nicht kaputt rollen kann. Der ist aus Metall. Ein richtiger dicker Metallzaun. Okay. Ah ja, hier ist mehr Sachen aus. Oh, das sieht gefährlich aus. Also hier war mal irgendwas ist hier los. Hier liegt viel Schrott rum. Ja, es ist nie gut, wenn da so viel Schrott rumliegt. Warum immer Monstrum? Fragezeichen. Da drinnen oder was? Etwas Unglaubliches voraus. Alles klar. Leute, ich habe ein ungutes Gefühl. Ich sitze mal auf. Ich glaube, das wird ein Drache oder sowas. Irgendwas kommt doch da jetzt. Das da, das lebt doch, oder nicht? Nee. Oh doch. Oh Gott. Oh je. Oh je. Oh. Alles klar. Bitte entspannt bleiben, ja? Danke. Und in die Beine knölzen. Knölz, knölz, knölz. Und in Deckung gehen, und in Deckung gehen. Wow! In Deckung habe ich gesagt. Nicht! Gott, das muss doch nicht in Deckung gehen. Jo, wir sind, glaube ich, tot. Der Geisterflammendrache. Alles klar. Leute, der ist schön. Der gefällt mir. Oh je. Das ist wieder die Frage. Machst du den... Oh, wo sind wir denn jetzt? Habe ich da nicht dieses Ding aktiviert gehabt gerade eben? Da sind wir ja einen Kilometer weit weg. Oh, guck mal, er lebt noch. Er ist noch entspannt. Hier, dieses Teil hatte ich doch eigentlich aktiviert, oder nicht? Da ist jetzt die Frage. Ich glaube, man macht den am besten wirklich mit einem Pferd. Ich glaube schon. Deswegen einmal Imitator-Träne rufen. Doink. Gegenheilen. Doink. Pferdchen. Und das Beste hoffen, ne? Au, Junge! Hau doch nicht direkt so rein! Wow, okay, alles cool, alles cool. Also gar nicht cool. Ist überhaupt nicht cool, um ehrlich zu sein. Komm her, mein Pferdchen. So. Oh, wow. Nein. Alter, wie doll haut der denn rein? Das ist ja einfach nur krank. Oh, Deckung. Immer schön auf Deckung. Immer schön. Und dann nehme ich hier mit seinen Flügeln schlägt. Das ist krass. Da müssen wir wegbleiben. Jetzt können wir auf die Beinchen. Oh, doch nicht. Lieber ein bisschen auf Abstand bleiben. Jetzt kommen wieder die Flügel. Und jetzt wäre ein kurzer, offener Moment. Ganz kurz. Und weg. Jetzt spuckt der gleich irgendwas. Ich hau mir mal noch so einen Trank rein. Ja, nee, er will uns, glaube ich. Wow, 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 Entdeckung, Entdeckung, Entdeckung. Die Flügel, die sind aber auch lang, Alter. Der hat aber lange Schwingen am Start. Und weg. Und heilen. Die heutiges Blechle, gell? Ja, Gott, Blechle, was macht der besorgen, der Junge? Oh, jetzt wird hier irgendwie Gammel geschmissen. Oh. Während er da den Eisscheiß macht, geh schnell in den Nacken rein. Oh, zu langsam. Du ahnst es ja nicht. Oh, Achtung. Flügel, 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 Flügel.
Jetzt können wir. Ah, ich kann auch die Flügel angreifen. Sehr gut. Man muss nicht auf die Beine stehen. Oh, 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 oh. Weg, 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 weg. Erstmal müssen wir in Deckung gehen. Ich habe nur noch 3 Popo-Tränen. Haha, geil. Ich glaube, hier, wenn er den macht, kannst du echt näher ran und dann einfach drauf. Weg, 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 jetzt kommen die Flügel. Wow, trotzdem, dass ich wegrenne, ne? Ich bin weggerannt. No chance, Digga. Danke, Scheiße. Das wird, glaube ich, eine eklige Nummer. So, ich glaube, jetzt kommen wir die. Nee, er macht hier diese Eisspuk-Scheiße. Da kannst du eigentlich direkt nah dran, wirklich, weil da ist der beschäftigt und macht nichts so lange. Oh, 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 oh. Flügel, Flügel, Flügel. Oh je. Yeah. Ja, da bleibe ich jetzt erstmal noch auf Abstand, weil jetzt weiß man nicht, was er jetzt macht. Was passiert jetzt, Bruder? Kommt wieder weg. Macht er wieder den Eiskram. Da kann man eigentlich, wenn man nicht dumm ist, schön nah ran. Und ihn 2-3 Mal auf den Hafer hauen. Oh, weg, weg, weg. Jetzt kommen die Flügel. Jetzt kommen die Flügel. Jetzt kommen die Flügel. Da musst du direkt wegrennen. Jetzt kommt wieder das Eisgedöns. Sehr gut. Beeilen wir uns und gehen hinter ihn. Oh, oh, weg, 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 weg. Ganz schnell weg. Jetzt wird es mir zu gruselig. Was macht er jetzt? Wieder die. Oh, das ist, glaube ich, neu. Ah, hier müssen wir einfach nur seitlich, seitlich, seitlich. Genau. Jetzt kommen wir 2 Mal auf den Kopf. Yo, Digga, läuft! Das war nicht ohne. Drachenherz. Uralter Drachendunkelschmiedestein. Und das war's auch schon wieder. Jetzt müssen wir uns aber auf jeden Fall erstmal an Ort der Gnade setzen, denn der Drache, der hat reingeballert, Alter. Meine Herren, wo ist denn hier der Nächste? Da. Ich wollte eigentlich so eine. Nee. Markierung, danke. Ich will da schon ruhig hinreiten, das ist mir wert. Okay, das war. Aber ey, 2. Runde schon, oder 3.? Habe ich irgendeinen Death vergessen? Hoffe nicht. Wenn ja, bitte in die Kommentare reinballern. Manchmal bin ich vor lauter Aufregung, vergisst man den Death-Counter mal. Das kommt schon mal vor. Boah, der war aber cool. Also der Kampf war auch cool. Also das muss ich sagen. Das hat Bock gemacht. Und das sind halt diese Momente, die Elden Ring halt so großartig macht. Ne? Du hast beim ersten Mal direkt auf die Fresse gekriegt, ohne Sinn und Verstand. Und dann hast du einfach den Gegner ein bisschen analysieren, gucken, wie der so agiert und so weiter. Und dann läuft das. Dann macht das auch Bock. Zeit vertreiben. Bis zum Morgen. Habe ich noch Kaffee? Ja. Noch ist Kaffee am Start. So, okay. Ja, jetzt laufen wir weiter. Jetzt, wo der Drache weg ist, können wir uns ja entspannter unten mal umgucken. Bei dem Fluss. Seeding. So gucken wir jetzt einfach mal, was Phase ist, ne? Na, Leute, bei euch alles gut? Wollt ihr aufs Maul? Ja, ne? Oh. Leute, einfach entspannt bleiben. Okay? Einfach gechillt bleiben. Dann ist die Welt auch in Ordnung. Man muss nicht immer so einen Stress schieben. So. Ich hoffe, der dicke Drache kommt nicht wieder, ne? Also. Ich glaube aber nicht. Also, große, wenn da steht, großer Gegner zu Fall gebracht, dann zählt das eigentlich immer schon so wie so kleine Bosse. Und die kommen eigentlich nie wieder. Nee, hier sieht es frei aus. Der See ist nun frei und die Leute können hier endlich wieder planschen. Ist alles wieder sicher, alles wieder safe. Alles wieder gut. Ja. Oh, oh, moin. Hab ich gleich gesehen. Ist halt so schwarz. So dunkel, dass man nichts erkennt. Verrückt.
So. Jetzt gehen wir erstmal schauen. Ist in der Mitte von dem See noch irgendwo was? Da, wo der Drache rumlag, dass da vielleicht ein Item liegt oder so. Weil ich glaube, da lagen Items. Mindestens eins. Das ich vor Aufregung in dem Kampf natürlich jetzt nicht eingesammelt habe. Da ist es. Guck, guck, guck. Mhm. Was ist das da hinten? Erstmal das einsammeln. Großkatana. Oh, vielleicht ist das mal was Neues für uns. Ich bin halt sehr auf meine blutige Ströme eingeschossen, ne? Muss man echt sagen. Aber wie gesagt, wir können auch gerne mal, wenn ihr irgendwie eine Idee habt, irgendein Bild, der in meine Richtung passt. Ihr seht, ich brauche auf jeden Fall irgendwie Nahkampf, am besten mit einem Schild. Aktuell zumindest wieder. Sonst geht auch mit zwei Dual Wielding oder ein Zweihänder. Ich glaube, auch kein Problem mit. Irgendwie sowas. Mal gucken, ob uns da der DLC vielleicht noch irgendeine geile Waffe reinspült, ne? Die Krallen müssen wir auch nochmal ausprobieren irgendwann. Irgendwann, sagt er, ne? Und dann wird das irgendwann am Ende sein. Letzte Folge oder so. Ja, jetzt müssen wir eben nochmal die Krallen angucken. Das sieht auf jeden Fall ganz witzig aus, aber da muss man wohl mögen, ne? Das muss man wohl wirklich mögen. Und was auch noch neu ist, ist hier so eine Martial Arts mit den Fäusten ohne Waffenkämpfen Gedönserei. Das muss man richtig mögen, ne? Aber wenn man da seine Power Fantasy ausleben will, dass man sich mal durch Elden Ring mit seinen losen Fäusten durchprügelt, kann man das jetzt auch machen, wenn man möchte. Ich check mal gerade noch kurz, ob hier in die Richtung noch was ist. Aber da gehen wir, glaube ich, gleich zurück. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal in die Richtung. Das sieht nämlich so aus. Sind das lebende Vögel oder sind das Statuen? Die sehen lebend aus. Bewegen die sich? Nee, die bewegen sich nicht. Hallo? Seid ihr... Oh, ihr lebt aber. Scheiße. Cool. Das ist mega cool. Hallo, kommst du runter? Immer nur einer nach dem anderen, bitte. Hallo? Okay. Die scheinen ein bisschen entspannter zu sein. Also auf jeden Fall greifen die nicht an. Soll mir recht sein. Und die Großen da auch nicht? Das ist doch Verarsche, Mann. Sehen wir noch nichts. Das geht doch gleich ab hier. Sobald ich das Item da einsammle, drehen die doch durch. Grabvogelrüstung. Das klingt cool. Also alleine so Fashion Souls-mäßig klingt das leider nach einer Rüstung, die mich voll abholen könnte. Ich bin ja ein Fuchs, das wisst ihr ja. Aber neben Füchsen finde ich zum Beispiel Elstern einfach mega geil. Ich weiß nicht warum, Elstern sind für mich einfach die Ficker der Himmel. Das sind einfach mega coole Tiere. Und so eine federige Rüstung würde mich schon abholen, ne? Bin ich ehrlich? Bleibt ihr entspannt oder greift ihr jetzt an? Ich hab das gar nicht gemerkt, ne? Ah ne, das sind Statuen. Okay, manche davon sind Statuen, manche nicht. Witzig. Ich muss jetzt erstmal kurz checken, was das für eine Rüstung ist. Sorry, Leute, aber das macht mich doch neugierig. Was ist hier los? Wieso sehe ich den... Ja? Wo ist denn hier das lustige Fenster? Ja, da ist es doch wieder. Und jetzt schalten wir das um. Steinrüstung mit leichten Grüntonen gehört zur Grabvogelrüstungsgarnitur. Grabvögel sind uralte Golems, die erschaffen wurden, um die Geistergräber zu bewachen, in denen alle Arten des Todes letztendlich treiben. Okay. Das ist erst Part 1 dieser lustigen Rüstung. Wenn wir uns das mal anschauen, wie gut oder schlecht ist sie denn? Ja. Oh. Schade. Schade. Fashion Souls-mäßig würde ich die jetzt anziehen, bin ich ehrlich. Aber Noob-Fuchs-mäßig nicht. Bin ich auch ehrlich. Lügner voraus. Ja, wahrscheinlich meinte einer, hier ist ein geheimer Durchgang. Ist aber nicht. Checken wir mal gerade hier. Aber hier waren wir, glaube ich, schon. Points. Das führt wieder da an den Anfang, ne? Wo ich auch schon rumgewackelt bin. Genau. Da sind wieder die Käfige und so. Okay. Okay, dann sind wir hier, glaube ich, soweit durch. Wir können einmal nochmal auf den kleinen Hügel da laufen. Einfach nur, um zu gucken, ob da noch was ist. Und dann gehen wir an der linken Hand eben einmal hoch. Wieder zurück in Richtung des Dorfes. Kannst du mal aufhören, mit dieser Scheiße zu schmeißen? Richtig uncool von dir, ne? Ich ehrlich, Bruder. So, ist hier noch irgendwas? Steck. Aber hier scheint nichts zu sein, nö. Oh, hier ist auch irgendein Material. Geistergrabstein. Schön.
schön. Und dann können wir natürlich nochmal die Aussicht auf den See hier genießen, wo wir gerade den riesigen Riesendrachen besiegt haben. Voll gut. Sehr schön. Ja, okay, ich glaube, dann haben wir alles. Dann können wir jetzt da hinten weiter. Gehen wir da einfach mal seitlich noch lang. Ja, und ich glaube, dann sind wir soweit diesen Bereich der Map durch. Dann müssen wir über die Brücke und gucken, wo es da weitergeht. Ah, ich liebe dieses Game. Ohne Spaß. Ich liebe dieses Game. Liebe dieses Game einfach nur. Habe ich das schon mal erwähnt, dass ich dieses Game einfach liebe? Ist einfach so gestört geil. Verrückt. Ernsthaft. So, Leute. Wo führt es uns denn jetzt hier noch hin? Hier scheinen wieder nur Abgründe zu sein. Das könnte springbar sein. Oh, oder? Mhm. Nee, hier kommen wir. Springen wir lieber mal nicht runter. Das sieht dann doch etwas gefährlich aus. Hier wird es ein bisschen wärmer und da vorne ist wieder eine Hütte. Oh, oh je. Hallo. Hundis. Liebe Hundis. Jeder liebt Hundis, ne? Ja. Vor allen Dingen in Elden Ring. Die besten oder generell in Souls-like Games von From Software sind Hunde immer das Beste. Nicht nur, dass sie nicht niedlich aussehen, die Arschgeigen. Achtung, Pilz. Die sind doch noch so aggro. Richtige Aggro-Biester sind das. Richtige Aggro-Biester. So, moin, du kleiner Kackhund. Du kriegst direkt auf die Fresse von mir, bevor du angreifen kannst. So ist es nämlich richtig. Dann stören die auch nicht. Also ihr seht schon, wir müssen wahrscheinlich irgendwie über die Brücke. Weil ich frage mich halt die ganze Zeit, wie und wann man nach da unten kommt. Ne? Also hier geht es ja noch wirklich deep hinab. Und hier ist so eine Sprung-Challenge. Also ich denke, über die Brücke da oben lang und dann hier mit so einer Sprung-Challenge geht das hier hinab. Oh Mann, da sehe ich wieder die Tode reinhageln. Ne? Ja, ja. So, jetzt gucken wir aber erstmal, was hier los ist. Genießen die Optik. Also ich finde es einfach schön. Ah, hier ist so ein Ekelvieh. Bäh. Verlassenes, leidendes Dorf und Handbuch 10 des großen Herrschers. Checken wir das doch mal direkt aus. Toink. Bauplan des großen Herrschers, der Länder nah und fern bereist hat. Okay, dafür kriegen wir schwerer Fliegentopf. Der Text ist immer der gleiche. Aber das Großkatana. Großes Katana mit langer, schwerer Klinge. Eine einzigartige Waffe der Krieger aus dem Schilfland. Diese Waffe ist für Aggression geschaffen und erfordert das ganze Körpergewicht, um sie zu schwingen. Die Schnittgarnitur, Alter. Ihre scharfen Klingen verursachen Blutungen, Talent über Kopfhaltung. Eine Fertigkeit, bei der die Klinge zu Beginn hoch oben bereits bereitgehalten wird, haben wir vorhin bei einem Gegner gesehen, der uns mit dieser Überkopfhaltung angegriffen hat. Führt aus dieser Haltung heraus einen normalen Angriff aus, um vorzupreschen und nach unten zu schlagen. Oder einen starken Angriff, um eine Reihe von Schlägen nach unten auszuführen. Das könnte, also wirklich, dieses Großkatana könnte eine Option sein, ne? Bestienhorn. Mit Spiritualität erfülltes Horn. Material zur Herstellung von Objekten. Bei der Jagd auf gehörnte Bestien des Reichs der Schatten zu finden. Der Schmelztiegel hat einen besonders starken Einfluss auf die Bestien des Reiches der Schatten, wodurch viele von ihnen trotz ihrer Spezies Hörner wachsen. Also gibt es hier auch gehörnte kleine Häschen und so. Das stelle ich mir lustig vor. So, lasst uns mal eben auf the map gucken. Wir sind dann, glaube ich, also hier kommen wir nicht runter. Sind wir uns einig? Vielleicht hier vorne, dass man hier irgendwie runterspringt oder so. Das könnte ich mir noch vorstellen und dann den Fluss hier unten lang wandert. Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir über die Brücke. Over the bridge and far away. Weil sonst haben wir hier alles. Hier kommen wir auch noch nicht runter. Das ist zu tief. Hier sind wir lang gelaufen, da sind wir lang gelaufen. Wir sind hier überall lang gelaufen. Insofern ist tatsächlich nächstes Ziel the bridge. Dann können wir da einmal schnell hinreisen. Meine Lieben, ihr habt ihn wieder ganz leise vor sich hin krähen und gackern gehört. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen jetzt, Leute, an dieser Stelle erstmal einen kleinen muggeligen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte wie immer entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback sehr, sehr gern unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.